Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Englodim, zu einem Spezialvideo hier auf meinem Kanal. Ja, anlässlich des heutigen, ja, halbjährigen Bestehens von meinem Kanal Zwergenfürst Let's Play, ja, werde ich heute mal mein allererstes Let's Play, nicht mein allererstes Video. Das ist nicht mein erstes Video, aber es ist, ja, mein erstes Let's Play und sozusagen ein bisschen die Begründung meines YouTube-Kanals. Ja, heute ist der 27. August, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, am 27. Februar wurde mit meinem ersten Let's Play auch dieser Kanal, den ihr gerade seht, begründet und gegründet und erfunden. Ja, die Grundlage für mein jetziges Bestehen. Ja, also schauen wir mal ins erste Video rein. Los geht's. Die Kommentare, die kommentierte Fassung von Pokémon Y. Part 1, der Umzug mit Zwergenfürst-Untertitel, der ist aber ausgeschaltet, weil, ja, den Zwergenfürst-Untertitel gibt es von mir jetzt. Also los geht's, da seht ihr meine Playlist, da ist das erste Video, auf geht's. Natürlich im Vollbildmodus, ja, also ziehen wir uns die ganze Sache mal rein und ja, ich werde das mal ein bisschen kommentieren. Ich habe die Lautstärke ein bisschen runtergestellt von dem Video, damit ihr meine jetzige Kommentation von dem damaligen Kommentationsstil unterscheiden könnt. Ihr werdet es auch so unterscheiden können, egal wie laut ich die Lautstärke stelle. Ja, weil, ja, starten wir einfach mit einem professionell eingestellten DS. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play. Und zum ersten Let's Play Pokémon Y. Kann ich das doch ein bisschen lauter stellen? Ja, damals hieß es noch Let's Play Man. Also. Leicht fragen. Pokémon Y, in welcher Sprache starten? Jo. Nehmen wir doch Koreanisch. Koreanisch. Wie ich die Witze einfach immer noch kenne, das ist ein halbes Jahr her, aber gut. Spiel starten. Leg mal los. Ja. So, die Musik ist auf jeden Fall genial, ob das Bild hier so genial ist, also weiß ich nicht, also ja, also ich nehme dieses Video mittlerweile in HD auf, glaube ich. Ich glaube, YouTube akzeptiert das als HD, also gerade so mal. Das Video ist wirklich so schlecht, das Video war wirklich damals richtig schlecht. Mein Name ist Platan, ich arbeite. Ja. Oder so. Wie du vielleicht weißt, wird diese Welt von Wesen bevölkert. Ja, ist ein bisschen abgelenkt und braucht ein bisschen länger. Oha, der ist verrückt. Das passiert mir leider Gottes heute immer noch ganz oft. Ja, passiert. Was tun wir jetzt?
Ja, dann hast du ein Problem. Ach, tatsächlich, ja, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, aber ich will nicht so nah an mir herabgucken und nicht mal sagen, dass ich ein Junge bin. Ja, das ist natürlich so eine Sache. L? P? B? E? N? Jetzt kommt das L. Jetzt kommt das P. Jetzt kommt das B. Jetzt kommt das E. Jetzt kommt der Finger. Jetzt kommt das N. So müsste das eingeblendet worden sein. Aber pff, ja. Ich meine, habe ich gesagt, dass man was nicht einblendet, zumal das nicht einblenden kann. Also. Pff. Nein, das ist nicht richtig. Das ist falsch. Ich heiße Zwergenfürst-LP. Naja. Sagst du noch irgendwann mal was? War ein bisschen abgelenkt damals, ja. Über den Namen Let's Playman kann man sich streiten, also. Ein bisschen durcheinander. In der Liebe. Let's Playman. Ja, die Musik ist gut, aber deine Moderation ist. Naja, lässt noch einiges zu wünschen übrig. Wie die Bildqualität. Das tat weh, liebes Schweibini. Ja, penn noch ein bisschen, das ist. Ja, wir sind doch noch scharf anzutreffen. Müssen nicht zur Schule, können wir noch ein bisschen pennen. Wii U Konsole, geil! Wollte ich schon immer mal haben. Ja, RTL. Das ist. Sagen wir mal, ein 72-jährigen Mann mit seinem Katzen-Pokémon. Das Let's Play Man betrachtet sich im Spiegel. Oh. Schwupps! Ja, kann man auch sagen. Oha, runter geht's. Gleich schon runter, nicht noch im Zimmer umschauen. Der Umzug. Ja, und ich würde lieber ein bisschen was vorproduzieren für die Zeit, wo ich weg bin, anstatt hier dieses etwas diskret unprofessionelles Video zu kommentieren, aber egal. Ah, wenigstens wohnt die Mutter nicht mehr in der Küche und schläft mit dem in einem Bett. Ja, das ist auf jeden Fall eine geile Neuerung in den neuen Episode Pokémon Y. Also das ist, ich glaube in Pokémon Hardgold war das, in den Pokémon Weiß war das glaube ich sogar noch so, dass die Mutter mit dem Jungen in einem Raum gepennt, das ist, ja. In der Küche geschlafen hier. Es gab nur ein Bett im Haus. Oh. Zwei sexy Ladies. Werbung wegklicken. Ich bin Senna. Ich habe eine ziemlich männliche Stimme. Auftrag
Ja, ich probiere mich jetzt nicht so weit über die Kommentartechnik aufzuregen. Ja, weil in verteilte Rollen zu sprechen bin ich nur hier. Ja, bin ich aber nicht der Beste, das ist wahr. Ja, kann ich mich da nicht wirklich beschweren. Hier rechts sieht man die Lautsprecher vom 3DS, das ist ganz gut eingestellt, würde ich sagen, das ist. Sieht man das? Oh man. Kannst du mal ein bisschen schon spannender moderieren, würde ich mal sagen. Also, damit die Leute hier nicht einschlafen bei deiner Moderation, das ist ja besser. Ja, also ich will ja nicht sagen, also ich will mich ja nicht selbst beleidigen, aber. Ja, hübsch ist das Dörfchen, aber das ist. Dir ist nichts Besseres eingefallen als Sesam, öffne dich. Oh, das war aber ein kurzer Pfad. Was ist schon die nächste Stadt? Ja. Heftig langer Pfad. Hey, jetzt bleiben wir drüben und sind hier. Uha. Ja, vermutlich dort links, oben. Die haben von mir gesprochen. Oha. Komm, setz dich zu uns. Gerne doch. Na, immer. Dam, 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 da, 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 da. Die Musik ist wirklich geil. Ich kenne euch alle, das ist schon viele Abenteuer erlebt mit euch. Oh ja, er liebt imposante Tänzer, das ist. Das ist Trovato, ein Meisterhirn. Trovato, Tomato. In jedem Test die volle Punzer erfreut. Erzähl mir hier nichts vom Klapperstorch, also das in jedem Test. Mir einen Spitznamen. Wie findet ihr zum Beispiel Lord L? Lord L? Okay. Nächster. Ich habe eine viel bessere Idee. Mini L passt viel besser zu ihm. Wenn ich mal ein bisschen mitreden dürfte, ich fände Zwergfürst ganz toll. Ich weiß nicht, was ihr meint, aber Mini L finde ich dann doch ein bisschen schlecht. Z? Zwergfürst? Wieder so eine Einblendung, die das. Wieder so eine Einblendung, wie ich. Wenn du Sachen nicht richtig einblenden kannst, wenn du sowas nicht beherrschst, Text in Videos einzublenden, dann lass es bitte. Aber das wirst du noch lernen, Vergangenheit, als ich. Das ist. Wenn du was nicht kannst, ist der beste Weg, das zu machen. Nicht zu machen, das ist. Ist einfach zu lassen. Ja. Ich bestimme selbst, wen ich mache, welchen Namen ich bekomme und ja, dann Mini L, Lord L und Monsieur L. Das ist echt komm, das sind Vorschläge. Wieso L eigentlich? Wieso eigentlich L? Mach's noch ein bisschen spannender, damit wir die Zeit genießen können, während du den Namen dort enttippst, also. Oder schneidest raus, also das kannst du auch machen, aber ich will dich ja nicht belehren. Jo, Zwergfürst ist ein ganz guter Name, also den finde ich. Ist ein geiler Name. Wäre doch eine geile Idee, wenn ich meinen YouTube-Kanal, also ein Let's Play-Kanal eröffne,
was ich ja prinzipiell mit diesem Video schon getan habe, und meinen Kanal Zwergenfürst LP nenne. Zwergenfürst. Klingt nicht schlecht, oder? Tomato Tomato. Bam. Volle Tomato Power. Ja, so kann man es durchaus aussprechen. Und schon wieder ist der 3DS verrückt. Oh, die Starter-Pokémon. Geil, Nomad. Nimm das Feuer-Pokémon, nimm das Feuer-Pokémon. Igamaru heißt der. Und Foxy. Jo, also das Pflanzen-Pokémon, um das mal ein bisschen logisch abzuwägen, ist ein bisschen schwach. Also damit habe ich ein bisschen erfahrungsgemäß ein bisschen nicht so gute Chancen in den Pokémon-Kämpfen, weil ja, es ist... Oh, so fahren wir im nächsten Park, will ich das Starter-Pokémon... Ist ja wohl ganz klar, dass du das Feuer-Pokémon nimmst. Ja, das ist... Let's Play mit Benjamin. Kann ich nochmal kurz durchspulen? Hier, wo war's? Vergiss nicht, einen Daumen hoch zu geben und zu abonnieren. Entweder hier oder in der Infobox gelangt ihr. Entweder hier oder in der Infobox. Also, das ist. Also, entweder hier irgendwo im Bild oder in der. Infobox, die man dort einrichten kann, die dann hier als kleines I in einem weißen Kreis dort erscheint, die du nicht eingerichtet hast. Das kann man einrichten, aber dazu muss man natürlich wissen, wie man Infoboxen einrichtet. Ja, ich weiß, dass du dir dieses Outro von jemandem abgeguckt hast, nämlich einem nicht allzu unbekannten Let's Player. Ja, den Namen will ich jetzt vielleicht nicht nennen, also... Er hat schon ein bisschen mehr als 2-3 Abonnenten und ja, er stellt sich immer Endcards. Ja, und ja, mit Endcards, also wenn man es kann, also wenn man den Stoff dazu hat, sich Endcards zu erstellen, dann kann man natürlich in ein Video Endcards reinpacken und dann sagt man, hier kommt, geht ihr zu den nächsten Videos, also hier geht's zu den nächsten Videos, guckt euch die an und die und die und ja, da ist das verlinkt. Wenn man aber als neuer YouTuber mit Movie Maker seine Videos macht und weder eine Ahnung davon hat, wie man sowas macht, noch irgendwie einen Plan hat, was das überhaupt ist, sollte man lieber nicht die Verabschiedung von einem anderen YouTuber klauen. Und ja, weil, wie ihr seht, ist hier nix. Und in der Infobox ist auch nix. Also hier ist nix verlinkt. Also es geht hier nicht von Verlinkung. Wenn du dann auch nicht magst. Und noch ein Punkt, also das Video ist 0 geschnitten. 0,0. Das ist, wenn mal ein bisschen, hat man mal gesehen bei dem Eintippen dort von dem Namen, das hätte man locker ausschneiden können, aber gut. Man lernt dazu, also das war mein erstes Video. So, ich will mich nicht beschweren, das ist für mein erstes Video war das so. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich habe auf YouTube schon YouTubers erstes Video gesehen, also von
von Berühmtheiten hier die ersten Videos gesehen. Die sind weitaus, weitaus schlechter als dieser Pokémon-Part. Ist nur meine Meinung, also ich nenne keine Namen, also ich würde sagen, für den Start, also wenn man da, wenn man mal, kann man weitermachen, also wenn man mal berücksichtigt, dass das sein erster Tag auf YouTube ist, geil gemacht, guter Start, weiter so. Vielleicht wird mal was aus dir, irgendwas in einem Jahr oder in 2 Jahren. In einem halben Jahr bist du vielleicht auch schon ein bisschen besser und hast ein bisschen mehr Erfahrung und... Oha, was war das für ein Schnitt? Das war sein erster Schnitt im Video. Habt ihr das gesehen? Korrekt. Ja, unter die Kommentare natürlich. Ich werde es mal versuchen. Mal ein bisschen so hier. Hier in die Kommentare. Oha, das ist schon das nächste und der nächste Part. Gut, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ja, die Abschiedung hat auch noch ein bisschen, die Verabschiedung hat auch noch ein bisschen was zu. Ja, die lässt auch immer noch ein paar Wünsche übrig. Also, ja. Also, ja, komm. Dann würde ich aber auch sagen, das war's hier schon wieder ein bisschen mit meinem Special zu meinem halbjährigen Bestehen auf YouTube. Yay! Mein YouTube-Kanal ist ein halbes Jahr alt. Ich habe keine Worte dafür. Das ist ein halbes Jahr. Das ist, was alles in einem halben Jahr passieren kann. Das ist Wahnsinn. Ich habe mich hier von diesem Part hier, von Part 1... zu Part 39, ich glaube Part 40, habe ich mich, das ist eine, naja, vielleicht nicht hundertprozentige, aber schaut mal kurz hier rein, das ist zumindest schon mal, guck mal, das ist zumindest schon mal, da steht zumindest schon mal, das Bild schon einigermaßen, das ist schon ein bisschen qualitativer und ein bisschen, zumindest mal ein bisschen, der Finger hängt nicht mehr ins Bild und es ist auch nicht mehr, ja. Schau, diskret besser also, ja, zu dem hier ist das schon ein bisschen Unterschied, also, ja. Sind auch schon Dinge entstanden, die ja schon ja qualitativ hochwertiger sind, ja. Ja, in einem halben Jahr wird es dann vielleicht noch besser. Ja, hoffentlich. Also da wird es dann eine Steigerung zu meinem aktuellen Video zu sehen sein, also ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, auf ein weiteres halbes Jahr YouTube, ja, auf weitere wunderbare Videos, ja, habt noch eine angenehm fürstliche Zeit, ja. Würde mal sagen, bis denn und ciao, ciao. Abonniert meinen Channel, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Mittlerweile habe ich schon an die 44, ganz genau, Abonnenten. Ja, bald sind es 50. Ach komm, sind bald 50. Ja. Gebt diesem Video einen Daumen hoch, sollte es euch ein bisschen den alten Zeiten zuliebe gefallen haben. Ja. Ansonsten. Bis dann und ciao, ciao. Adios. Haut noch rein. Macht's nicht gut. Macht's besser, wie noch ein großer YouTuber mal sagt. Also,
Vorhin habe ich schon von einem großen Let's Player geredet. Ciao, ciao.